Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal KJ. Ich heiße euch natürlich wieder herzlich willkommen und möchte vorab erstmal mich bedanken bei euch. Wahnsinn, was da passiert ist. Wir haben jetzt 17.000 Klicks, 400 Kommentare. Niemals haben wir damit gerechnet. Deswegen top, macht weiter so. Es ist echt schön zu sehen, wie das Ganze so minimal wächst und auf einmal boom, riesig. Geil, hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wir haben aber nicht so viel Infomaterial bisher, dass ich euch ja viel mehr dazu sagen kann. Ich habe noch ein paar Mängel gefunden. Dazu aber dann zum nächsten Freitag. Und ja, ansonsten, jetzt geht es erstmal weiter mit dem Transporter. Den pimpen wir so ein bisschen. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Und ansonsten sehen wir uns schon bald wieder bei dem nächsten Tesla-Video. Viel Spaß jetzt erstmal mit dem Transporter. Macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal KJ. Ich heiße euch natürlich wieder herzlich willkommen und wünsche euch viel Spaß bei dem Teil 2 des Transporters, wie wir den tatsächlich umbauen. Und ich glaube, man kann tatsächlich schon im Hintergrund ganz klar erkennen, dass sich so ein bisschen was getan hat. Ihr könnt, glaube ich, sehen, dass wir jetzt mittlerweile schwarze Stahlfelgen haben. Und zwar haben wir die lackieren lassen. Das sind 16 Zoll Stahlfelgen, quasi die Winterfelge. Das habe ich jetzt abgezogen oder abziehen lassen und ja, die Reifen sind gestern gekommen. Wir haben jetzt All-Terrain 16 Zoll Reifen drauf, Ganzjahresreifen sind das und ich finde, die Optik ist schon genial. Also freut mich auf jeden Fall, jetzt schon das Ergebnis gesehen zu haben. Ich zeige euch gleich mal genau, wie das aussieht. Profilstärke, wie der Reifen von der Flanke aussieht. Und was müssen wir jetzt insgesamt noch machen? Wir haben die Stoßstangen jetzt noch abgebaut. Und zwar werden die mit einem Raptor-Lack lackiert, genauso wie die Radkappen und der Grill vorne. Das Ganze wird in einen anthrazitfarbenen Look gesprayt. Ich finde, dann hat man den Kontrast schwarz zu den Felgen, zu den Reifen und dann nochmal der Unilack. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal mit euch zum Auto. Wir schauen uns das Ganze mal vom Nahen an. Lasst es mal auf euch wirken. Schreibt in die Kommentare rein, wie ihr jetzt schon den Zustand zu vorher findet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn da ja ein bisschen was zu geschrieben wird, um einfach auch ja so einschätzen zu können, wo die Reise von euch aus hingeht. So, hier sind wir auch schon. Leider wurden die Reifen von BF Goodrich in der Größe nicht mit der weißen Schrift geliefert. Das muss ich jetzt nachträglich nochmal machen. Da bestelle ich mir einen Stift für Reifen, dass man genau diese Schrift hier anmalen kann. Das hält auch wirklich viel, viel länger als ein Edding. Macht das bloß nicht. Dann haben wir hier ein richtig tolles, tiefes Profil. Die schwarze Felge, sehr gut geworden. Dann der Kontrast mit der Narbe, die noch, ich denke mal, nächste Woche kommt. Es wird schon cool aussehen. Das Ganze haben wir auch vorne. Ich finde es richtig, also echt sexy. Und so ist dann das Gesamtbild. Ich finde, insgesamt könnten noch Spurplatten drauf. Ich denke mal so 20er, 25er. Muss man einfach mal gucken, wenn die Stoßstangen dran sind. Denn hier sieht man, glaube ich, schon ganz schön, wie weit der Reifen im Radhaus steht. Und das wollen wir natürlich ein bisschen anders wirken lassen. Dann haben wir hinten die Stoßstange abgebaut. Vorne ebenfalls. Einmal hier. Wie gesagt, das Auto hat auch schon ein bisschen was gelaufen. Was aber genau damit passieren wird, wird ihr schon in Kürze erfahren. Ich schwenke mal wieder ganz kurz um. Ich habe ja im letzten Teil schon erwähnt, dass ich auf der Suche bin nach einer Versicherung und die habe ich tatsächlich auch gefunden, denn das war gar nicht so einfach. Ich kann euch leider dazu noch nicht ganz so viel erzählen, aber was dahinter steckt, werdet ihr schon in den nächsten Folgen des Umbaus erfahren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke aktiviert, um einfach auf dem neuesten Stand zu sein. Und ja, lasst ein bisschen, wie gesagt, Liebe da für den Dennis. Den packen wir nochmal in die Videobeschreibung von der Werkstatt hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.